Zug von der Lüche Popüche nicht heute wieder. Dennis am Start. Jawohl, ich melde mich hier live heute vom G20 Block. Ihr seht es hinter mir, Freunde. Ich bin genau am Messeheim fast. Also näher will ich da auch nicht angehen. Na gut, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen und dann sehen wir uns später wieder. Also viel Spaß. Ist alles in Butter. Na klar, wir haben alles im Griff, auf den siebten Schiff. Alles im Griff, auf den siebten Schiff. Freunde, jo, ich bin's hier wieder, euer Dennis am Start. Wow, ich habe gerade den letzten Dampfer hier gekriegt. An den freien Tagen, Freunde, jo, drüben gerade an Landungsbrücken hier im Hintergrund, Freunde, hinter den Zollschüssen bzw. der Küstenwache, ist gerade wieder eine gewaltige Demonstration zu Gange gewesen. Und ich habe wieder mal Schwein gehabt. Ich bin hier rübergekommen, weil ich will ja auch gerne nach Hause, Freunde. Ich kann es euch jetzt mal eben zeigen. Hier beim Musical. Jo. Wahnsinn, also ihr müsst ja mal bei Facebook mal gucken, mal aktuelle Einsätze, Freunde, und dann werdet ihr auch sehen, dass da auch ganz viele Aktivisten da Gewalt und sowas angekündigt haben, besonders hier zum Beispiel, mal, wenn ich das mal so zitieren darf, ihr scheiß Bullschweine, ne, in der Dunkelheit werden wir uns wieder treffen, es gibt mal keine Hauptversammlung und sowas, Freunde, aber gut, ja. Wie gesagt, also so, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal dicht für heute. Froh bin ich gleich nach Hause kommen. Ich muss leider laufen. Und jo, morgen geht es dann wieder weiter, Freunde.
gesagt, wenn ihr gegen die G20 seid, habt ihr irgendwelche Meinungen, Freunde, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Und jo, ansonsten, wer noch unterwegs ist oder so, kommt sicher und rein nach Hause, Freunde. Vor allem, lasst euer PKW stehen. Lasst euer PKW stehen, Freunde. Es haben heute genug gebrannt in Altona. Es war wirklich sowas von Scheiße, unter anderem. Aber gut, wie gesagt, jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Abend. Haut rein, euer Dennis.